Ja, und damit moin moin und servus, meine sehr ehrigen Buben. Wir sind wieder hier in Fortnite auf der Switch und glaubet mir, es ist ein Wunder geschehen. Brüders, hier oben seht ihr es schon, ja. Heiße Sohle, der Boden ist Lava, ist endlich wieder da. Außerhalb von Turniermodi und so. Dementsprechend würde ich sagen, die Sache ist mir sehr heiß und wir gehen da rein in den Aal. Es ist zwar Team und nicht Solo, aber ich gehe Solo vs. Squad rein und rasiere wieder einmal Roidix. Es wird sehr wild. Lasst einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support, wenn euch das Video gefallen sollte, oder einfach nur für den Flex. Vielen Dank, meine Bros, und abonniert hier gerne rein für mehr. Ganz wichtige Angelegenheit, Creator Code, RandomKAD im Item Shop eintragen. Lecker. Ja, und damit würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn die Runde losgeht. Ja, und damit würde ich sagen, steigen wir rein in den Aal. Ich habe irgendwie gehört, hier oben links soll irgendwo ein Portal sein, das aufgegangen ist. Vielleicht sehen wir es, wenn es soweit kommen ist. Ich würde sagen, da die Flugrichtung eh in Richtung Westen geht, gucken wir mal. Also irgendwo im Nordwesten soll es ein Portal geben, das aufgegangen ist. Und man vermutet, dass dahinter der ehrige Bruder Street Fighter dahinter steckt, ja. Eine allseits bekannte und beliebte Spielemarke. Und ich glaube, da vorne ist sie. Ja. Die Lava ist zwar schon überall verteilt, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ja? Am einfachsten macht man es ja in diesem Modus, wenn man auf dem Berg chillt. Dann hat man sehr lange Ruhe. Aber hier ist dieses Portal, meine Freunde. Und hier in dieser Lava-Umgebung sieht das sogar noch viel bedrohlicher aus. Ja, genau. Sehr wohl. Ja, da haben wir es jedenfalls. Könnten wir auch eigentlich gleich dann durchlaufen, oder nicht? Ich meine, da ist ja ein Riss. Könnte man mal versuchen. Ja, also das wird wohl... Also das Ding ist, alles was ich hier sage, ist aus Leaks zu entnehmen und entspricht wahrscheinlich nicht der Wahrheit. Also es kann potenziell möglich sein, dass Street Fighter hier hinter steckt, aber es ist noch nicht offiziell bestätigt. Ja, diese Allmanns-Kicks müssen wir uns wieder und wieder einreden. Aber ein Ding habe ich trotzdem für Sie. Und zwar, dass das wohl irgendwie in den Spieldateien schon irgendwo... Ja, doch Hinweise gibt darauf, dass Street Fighter der nächste Kooperationspartner von Fortnite werden wird. Wer es dann werden wird, ja, ob es jetzt Ken ist, der, einer der Street Fighter, ja, dann, wäre ich da nicht überrascht, aber, da müssen wir mal schauen, wen erwartet ihr, wenn es sich dabei um Street Fighter überhaupt handelt, schreiben Sie es in die Comments, also ich, wäre natürlich auch in einer gewissen Hinsicht für Ryo, war das richtig ausgesprochen, das war wahrscheinlich richtig Allmann, oder? Daher, ja, vergesst, was ich gesagt habe. Viel lieber an Sie in die Comments, die Frage. Glaubt ihr, es ist überhaupt was an dieser Street Fighter-Kooperation dran? Oder nicht? Wobei, warum frage ich das? Zum Zeitpunkt, an dem ich das Video aufnehme, könnte es vielleicht sogar sein, dass das Ganze schon revealed worden ist und dementsprechend auch natürlich als wahr gekennzeichnet. Also, schwierige Angelegenheit, ne? Ich nehme das hier gerade am Freitag auf, deswegen kann es sein, so am Samstag, ne, Portal ist aufgegangen. Könnte halt sein, dass jetzt irgendwie schon am heutigen Tage für euch Samstag, ja, Ryo oder Ken in-game im Shop zu kaufen sind, so. Mit Trailer und allem drum und dran. Alles, was ich hier erwähne, ist gar nicht mehr zeitgemäß. Aber, nichtsdestotrotz, ja, wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja wegen der Boden des Lava hier, oder nicht? Ja, das mit dem Portal, das sei nun mal so am Rande erwähnt. Aber ja, ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich der Boden des Lava, also heiße Sohle, Allmanns Kicks, Übersetzung, ja moinsen, gespielt habe, das ist schon echt ein bisschen länger her, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht so genau, aber ich kann es mir vorstellen, dass das letzte Mal, dass ich diesen Modus gespielt habe, dass das noch auf der alten Map gewesen ist. Ja, guten Morgen, ja. Und jetzt hier quasi, ich weiß es nicht, ob es meine erste Runde auf dieser Map ist, aber
gab es irgendwie seit Kapitel 2 schon mal der Boden ist Lava auf der neuen Map oder gab es das erst ab diesem Jahr? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, so oder so ist es ja sehr lange her, dass der Boden ist Lava gekommen ist, oder nicht? Apropos Lava. Scheiße, die kommt jetzt. Wir haben gut Holz gesammelt, muss ich sagen. Wir haben sehr gut Holz gesammelt, aber wir müssen natürlich bis zum Ende gehen und wir haben, das ist unser Problem an der ganzen Angelegenheit, gar nicht mal so viel Stein und Metall, was ja im Endgame bekannt ist als die große Rettung. Deswegen würde ich sagen, ja, keine Ahnung, kurz mal hier gucken, ob Steine irgendwo rumliegen. Ja, ich glaube, da vorne waren welche, ja. Ne, solange, wie wir halt eben dann noch unterwegs sind, also auf Boden sind, ne, ich will auch nicht zu früh hochgehen, das ist das Ding. Ich will nicht zu früh hochgehen, dann, also ich habe ja auch keine Heilungsgegenstände und so. Das mal auch davon abgesehen, ne? Also müssen wir jetzt erstmal hier ins Haus reinschallern und hoffen. Und dann bauen wir uns vielleicht, wenn, ne, hier Schildtränke und so sind. Das ist ja meine Hoffnung gerade. Na klar. Der Bube. Der bahrige Bube. Achso, je. Ich habe natürlich extra Charlie mitgenommen wegen den Kicks. Na klar. Na, nachher gibt es dann eine gebackene Banane. Lecker. Macht man die dann im Ofen oder wird die dann auch einfach in der Lava frittiert? Ey, keine Ahnung. Jedenfalls, langsam wird es Zeit, sich zu beeilen. Irgendwelche Granaten, was auch immer die mir hier bringen sollen. Bruder. Ja, also ihr seht, die Lava steigt jetzt langsam, aber sicher unaufhörlich weiter hoch. Nochmal die letzten, genau, die letzten Materials mitnehmen. Oh ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay. Ja, wir bauen natürlich mit doppeltem Boden, ne? Damit das natürlich mehr Schutz und so ist. Wobei, soll ich das verschwenden? Keine Ahnung. Ja, geben Sie das Holz gefälligst her. Jetzt geben Sie es her nun! Derius. Okay, okay. Auf geht das. Auf geht das! Sind doch noch 30 Leute. Also im Prinzip könnten das noch 6 Teams sein. Gar nicht mal. Oh scheiße, ich habe die Zone gar nicht bedacht, ne? Mois! Ah, verdammt! Daran habe ich gar nicht gedacht. Das könnte mein Tod sein, Brüders. Es sei denn, ich schaffe es noch zu irgendeinem Riss. Ich habe auch nur ein einziges Medkit. Ja, ich bin ein bisschen raus aus Fortnite, ehrlich gesagt. Ne? Die letzte Runde gespielt ist auch ein bisschen länger her, deswegen. Sehr kritisch. Scheiße, Bruder. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht, aber das Ding ist eigentlich, ist es nicht bei der Bodenslava immer so gewesen, dass man nur einen Schadenstick kriegt, egal in welcher Zonenphase man ist? Also zumindest in den ersten. Ne, unabhängig, was heißt unabhängig, aber anders als jetzt zum Beispiel beim... Ich brauche Holz, ey, das ist doch nicht mal normal. Scheiße, Bruder. Na, zumindest war es ja damals immer so, dass die ersten Zonen eigentlich nie mehr als einen Schaden gemacht haben. Deswegen bin ich da so zuversichtlich. Ah, ich muss eigentlich so mal so einen Mammutbaum anklatschen, aber das Ding ist... Ja, keine... Oh, ich weiß es nicht, ey. Warte, wir machen das jetzt folgendermaßen. Nein, falsch rum, scheiße. Ja, meine Brüder, das sind die kompletten Baukicks. Ich brauche halt das Holz, ne? Das ist das Problem. Das ist das große Problem, ich brauche das Holz. Und wir müssen die Lebensleiste im Kopf behalten. Das ist auch noch ganz klar. Wie weit ist denn bitte auch die Zone gerade weg? Okay, so langsam sollten wir uns dann bereithalten. Also ab 10. Wisst ihr Bescheid. Okay, let's go. Let's go, sonst artet das hier noch aus. Scheiße, Bruder. Ah, kritische Situation. Ich hätte früher losgehen sollen, aber die Zone war aber auch extrem gegen mich, Alter. Wie ich meine, guckt euch das mal an. Na? Ich habe jetzt quasi noch eine Minute Zeit, ja, mich darauf vorzubereiten, wieder loszugehen. Und das Ding ist, ich habe jetzt schon kein Holz mehr. Also den Baum abzubauen, der hat mir ungefähr genau gar nichts gebracht, um ehrlich zu sein. Auch gar nicht mal so geil. Ja, die Bauwerke da hinten, wird da noch gebaut? Oder habe ich da gerade eine Treppe gesehen, die gebildet wurde?
Uff, ja, das Ding ist, wir müssen uns jetzt wirklich... Oh Gott. Wirklich mal zu einem Baum begeben. Aber erstmal raus hier. Oder ich nutze einfach das Gebaute der Brüderschaft. Hm. Ja, logisch. Na klar, ne? Hm. So spare ich mir jedenfalls das Bauen, ne, Mois? Ja, die Pioniere, ich bediene mich an ihren Fähigkeiten. Und hoffe, dass sie mich in Ruhe lassen. Ich hoffe nicht, dass sie da oben sind. Sag mal, geht die Lava hoch, oder was? Das sah gerade so aus. Das sah gerade so aus, aber ich glaube, solange die Zone sich nicht bewegt, bleibt auch die Lava an ihrem jetzigen Punkt. Und dementsprechend, ja, wir sind ja fast bei der Mitte, ne? Da können wir uns auch gleich mal dieses Item packen, würde ich sagen. Diese Steine. Oh mein Gott, eine Truhe. Ja, Mann. Wer auch immer die da oben liegen gelassen hat, aber der wahrige Bruder. Hm. Na klar, eine Kristallkugel. Hä, warte mal, das ist ein Taschenriss, oder? Wie war das nochmal? Yeah. Ja, meine Freunde. Nunmehr ist es mir gelungen, unsterblich zu werden in Fortnite. Ja, lecker. Oh Gott, Steine, Ehre. Genau, also die habe ich zwar auch gesucht, aber eigentlich meinte ich diese Transportsteine hier. Das sind eigentlich die wahren Brüders. So, Lava steigt auch wieder an. Kann das? Ja. Komm, ein bisschen Stein muss noch sein. Und dann hauen wir hinein. Oh Gott. Ja, genau deswegen. Genau deswegen. Und ich hangel mich, ich arbeite mich an der Lava erstmal vorbei. Und baue natürlich nicht, weil das ist ja komplett dumm. Wollen wir diese Fläche, die da genutzt worden ist, weiter nutzen? Ich weiß nicht, auf der einen Seite ja. Wie weit ist es denn bis zur Zone? Ah, es geht eigentlich. Es geht eigentlich, Mann. Ja, also ihr seht, so einfach kann man sich wieder in die Top 10 rein boosten. Oh, da hinten sehe ich gerade welche. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock, die anzugreifen. Oh, scheiße. Was mache ich jetzt? Ah, Bruderius! Ja, okay, den Schaden hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich nutze es nunmehr. Den Taschenriss. Hm. Den Bruder. Weil wir einfach... Wir müssen hier weg. Wir müssen einfach hier weg. Und ich glaube... Hm, wir geben uns räudigst nach Tilted. Ich meine natürlich Lazy Lake. Der laut Karte, also der Ort sollte laut Karte schon komplett geflutet sein. Oh ja, zu langsam geht's los. Okay, Ding ist aber, ich kann hier trotzdem erstmal chillen. Weil, wenn wir hier bleiben, ja, und die Zone bleibt ja auch. Oh, scheiße. Die Zone ist ja auch hier. Oh, oh, ist der hier? Der Bruder! Das Ding ist, ich habe leider keine Pumpgun. Das ist das Problem. Aber die Steinschlagpistole. Ja, sicherlichst. Es gibt sogar Ballons. Wieso habe ich keine Ballons bekommen? Oh Gott, nein! Das habe ich ja vollkommen vergessen, dass die mich noch abstößt. Ja, moinsen. Wo ist der Bruder? Sirius? So, das ist schon mal... Das ist schon mal besser. Ja... Baut er sich gerade zu mir, oder? Ah, Jungs, ihr verschwendet so eure Materialien. Ach, Bruderius! Mhm, na klar. Ja, keine Pumpgun gekriegt, ne? Also, keine Ballons, keine Pumpguns, Taschenriss dann, wo es zu spät war. Ehre geht raus. Ehre, wem Ehre gebührt. Und das, ein sogenanntes, Soloschwein, genau wie ich es bin. Grüße gehen hinaus. Ja. War eine spaßige Runde. Wenn der LTM nicht schon wieder morgen rausfliegt, so wie ich das im Gefühl habe, dann kann man sich das eigentlich mal öfter geben, würde ich sagen. Der Modus schmeckt. Ich hoffe, es hat Ihnen auch geschmeckt. Lassen Sie also dementsprechend gerne nun einen Daumen nach oben da für den ehrigen Support. Ja, klar. Vielen Dank für eure Unterstützung. Creator-Code Random KHD. Mm. Lecker. Danke an alle, die mich eintragen, alle 14 Tage. Und bis zum nächsten Mal. Haben Sie sich wohl, hauen Sie sicherlichst hinein.